Yo, hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir Jennifer gefunden, ja, oder Yennefer. Und sie hat uns jetzt mitgenommen nach Visemir oder wie das Ding heißt. Weil da möchte uns jemand treffen. Dort haben wir eine Audienz mit dem König, gehe ich mal davon aus. Und wir wurden rasiert, ja, wurden frisch gemacht, durften baden, wurden von hübschen Frauen begattet. Und jetzt können wir uns eine Robe aussuchen, ja, weil wir müssen ja hübsch sein, wenn wir zu der Audienz gehen. Und dieser Herr hier wird uns gleich zu unseren Herren führen, zum König, zum Chef der Bude hier. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier nehmen. Vor allen Dingen gucken wir mal, was wir hier mitnehmen können. Ein Schwert gegen Hexen. Da gibt es bestimmt einiges zu plündern hier. Das machen wir natürlich. Denn wir wollen ja auch nichts verpassen. Licht aus. Schon hell genug hier drin. Blumen. Eine Kiste. Und das Coole ist, dass wir hier nicht bestraft werden beim Plündern, ja, so wie es aussieht. Wir können alles mitgehen lassen. Wir können uns alles irgendwo hinstecken, wo auch immer. Der Typ hat nur einen Bademantel an, ja. Aber was heißt Bademantel? Ein Handtuch um die Hüfte, ja. Wo versteckt er die ganzen Gegenstände? Echt interessant. Ja, der Barbier hat auch nichts mehr zu sagen. Hier ist unsere hübsche Badewanne, ja. Aus Gold oder was auch immer das ist. Eine Edelbadewanne. Schließlich sind wir ja auch in einem edlen Haus. Und, da gibt es schon solche hübschen Badewannen. Ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt den Großteil hier haben wir. Was liegt hier für ein Zettel? Können wir da irgendwas denn lesen? Nee. Leider nicht. Was ist denn hier in dem Kleiderschrank noch mit drin? Können wir auch nichts gucken? Hier oben vielleicht? Vielleicht irgendein verstecktes Secret oder so? Das möchte ich natürlich nicht verpassen. Ihr wisst ja, wie das ist bei solchen Spielen. Die Entwickler erlauben sich meistens den Spaß. Und packen einfach irgendwo irgendwas hin. Was passt denn zu uns? Was würde denn schön ausschauen? Das Ding? Oder, naja, das schaut ein bisschen lächerlich aus. Hier wie so ein lächerlicher Bauer, ja. Das schaut edel aus. Und das schaut auch einigermaßen edel aus. Aber ich glaube, ich nehme den hier. Ich glaube, ich nehme den hier. Der schaut ganz gut aus. Wenn das geht. Ja. Ja, muss ich mich jetzt noch einkleiden? Wo kleide ich mich hier ein? Inventar? Und hier haben wir schon das Zeug. So, jetzt schauen wir hübsch aus. Wunderbar. Dann kann's losgehen, Großmeister. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Schätze schon, ja. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ja, ich weiß auch nicht, was nehmen wir denn da? Ach komm, ich will sehen, was der Typ mir jetzt zeigt. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das ist ja geil, aber das ist absurd. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Jetzt wird er auch noch böse. Kennt der Herr Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Okay. Ist wahrscheinlich eh schon falsch, ja? War es das linke? Das linke war es zuerst. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Also, linkes Bein nach vorne,
Handflach? Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Hä? Komme er mit mir. Also haben wir es jetzt geschafft, oder wie war das? Der linke Fuß nach vorne, ja? Die Hand flach? Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Ja, ja. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät, warte mal. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Jo, warte mal kurz, Kumpel, weil vielleicht gibt's hier noch was Interessantes für mich, ja? Das ist schon wieder so ein typischer Streich, dass ich an richtig coole Gebiete vorbeigehe. Also hier ist nix. Hier rechts kommen wir zu dem Idioten. Und hier links können wir, glaube ich, auch nicht lang. Doch, hier geht's. Ah, nee, von hier sind wir. Nee, sind wir von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen, genau. Und wenn wir jetzt dann hier links gehen. Gibt's hier irgendwas? Nee. Okay, also doch nichts verpasst. Dann können wir ja weitermachen. Warte mal, wo geht's denn hier? Alter, Geralt, Mann, fall nicht hin. Jägerhose? Öl? Die wilde Jagd. Sieht ja schon gelohnt. Ja, was ist denn das für eine hübsche Hose, die wir jetzt da gekriegt haben? Ah, wir können nicht ins Inventar. Ist das geil. Alles gesperrt hier, weil wir uns jetzt nicht mehr umziehen dürfen. Ja, wir dürfen uns jetzt nicht mehr unsere zerfetzten, blutigen, verdreckten Klamotten anziehen, sonst gibt's auf die Schnauze. Ingrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morwut, em hier war emreis. Verneiden. Nicht verneigen. Ich bin ein Hexer. Eure kaiserliche Majestät. Arrea eb to orde. Evelien namin wat gern wavort. Ich verneige mich vor niemanden. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin.
Also Ciri... Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Also Ciri ist ja, soweit ich weiß, unsere Stieftochter. Oder Adoptivtochter. Und wir scheinen den Kaiser zu kennen. Oder er kennt auch uns. Oder wir kennen uns beide, auf jeden Fall. Und er sucht jetzt seine Tochter Ciri. Ja? Weil die wilde Jagd auch hinter Ciri her ist. Oder sie war immer hinter Ciri her, so rum. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber den Typen kennt man auf jeden Fall aus den Vorgängern, das steht fest. Segen Natuvian. Es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewar der Zweite, Prinz von Elanda. Ja, ja. Du lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber. Meister der Gerber gilt. Der an Nen, Arzlieden in Enet. Es tun es es auch an Nen verehrt. Es ist Hit, Abside Eb, Fianza Nen Matink, Nen Konfortei. Was bedeutet denn das, wenn die Schrift grün ist? Aha. Enkalant Nes a evalue sauer, Eb Toussaint. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Neutral sind wir ganz sicher nicht. Das weiß ich auch recht gut. Würdest du erklären? Das ändert sich nie. Ich versuche, mich aus den Dingen rauszuhalten und dann kommt ein dringlicher Ruf und ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Warum hat er dich hergerufen? Also, weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Ein paar Mummenmenschen. Bis dann. Der Typ hat keine Ahnung. Ja, bis bald. Aus den Weg. Der Hexer kommt. Es war der? Was für ein Nerd. Ist hier irgendwas? Nö. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Wo will der Typ uns jetzt hinbringen, ja? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, ich bin eigentlich soweit, oder? Brich mit Jennifer. Ach so. Wir müssen hundertprozentig erstmal mit der Tante sprechen. Kommen wir hier jetzt rein? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt wahrscheinlich entweder hier außen rum oder wir müssen schon mit dem Kämmerer sprechen. Hier zu sagen. Ach, kann es sein, wenn die Schrift so grün ist, dass denn so ein richtiges Dialogvideo kommt? Könnte sein, oder? Höchstwahrscheinlich. Mensch. Oh, Alter. Die Steuerung, ne? Ich werde wahnsinnig hier. Also gut, labern wir mal mit dem Fuzzi. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ach so, wir können hier rein. Ja, dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als... Alter, wie viele Bücher liegen denn hier drinne?
kann die alle nicht lesen. Es dauert ja Jahrzehnte, ehe ich die gelesen habe. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Ausfertigungen. Gibt's hier noch was Tolles? Irgendwas Verstecktes? Quecksilberlösung? Puppe? Nein, nicht ausmachen. Wir sind Hexer, wir wissen, wie man mit Feuer umgeht. Fläschchen. So. Yennefer, wo bist du? Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emyrs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Hm, das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du?
Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten.